Hast du dich schon mal gefragt, ob das Verlangen nach Bewegung jemals aufhören wird? Bist du schon mal auf die Idee gekommen, wie es wäre, wenn keine Musik mehr laufen würde? Oder könntest du überhaupt jemals stillsitzen? Nein, für uns spielt das keine Rolle, wo wir entlanglaufen oder auf welchem Weg wir uns befinden. Denn der Rhythmus ist unser stetiger Begleiter. Dabei spielt es nicht mal eine Rolle, ob wir unsere Lieblingsmusik hören oder gerade durch ein Einkaufscenter laufen und Radiomusik läuft. Ja, wir wurden mit Sicherheit auch schon mal schief von der Seite angeschaut, wenn wir mit unseren Freunden choreografieren, auf der Straße rumtanzen, aber das ist uns egal. Denn diese Verbindung ist so viel wert, dass wir andere Blicke komplett ausschalten können. Wir können nicht mal etwas dafür, denn jeder Schritt, jede Bewegung, jede Geste kann mit einem Move beendet werden. Wir fliegen durch die ganze Welt, um unsere Idole zu sehen, geben Tausende von Euro aus für Workshops, Fortbildungen und das Zusammentreffen Gleichgesinnter. Für viele ist das gar nicht nachvollziehbar, was da eigentlich alles passiert. Aber jedes Mal, wenn wir einen neuen Weg einschlagen, haben wir pure Emotionen, sind aufgeregt, freuen uns und können es gar nicht erwarten, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu sehen. Das Verlangen nach mehr ist einfach unaufhaltbar. Scheinbar gibt es hier keine Grenzen, denn kein Weg ist uns zu weit, kein Flug zu teuer und keine Hürde zu schwer. Dieser Moment der Freiheit, wenn die Musik anfängt aus den Boxen zu klingen, dieser Moment ist unbezahlbar. Und den kann uns auch keiner nehmen. Nichts lässt uns das spüren als das, was wir empfinden, wenn wir endlich frei sein dürfen. Und wo wir herkommen, ist völlig irrelevant. Ob wir weniger Geld haben oder mehr Geld haben, ob wir Markenklamotten tragen oder noch morgens im Schlafanzug sind. Denn wenn wir tanzen können, dann können wir in eine Welt eintauchen, die für andere überhaupt nicht sichtbar ist, nicht spürbar ist. Ganz besonders hilft es uns in jeder Lebenslage. Wo andere reden, sich austauschen oder sich umarmen, ja, da machen wir unsere Lieblingslieder an und für einen kurzen Moment können wir das verarbeiten, was uns gerade beschäftigt. Ob wir uns so filigran oder abgehakt auf jeden einzelnen Beat bewegen, ob wir mit einem langsamen Walzer durchs Zimmer tanzen oder einfach mit leichten Hits im Körper der Musik folgen, macht dabei absolut keinen Unterschied. Die Gefühle, die wir hierbei spüren, sind nämlich alle gleich. Und natürlich existieren viele Videos, wo Nicht-Tänzer behaupten, es gehe uns nur darum, so sexy wie möglich zu sein oder so extrem cool zu sein, möglichst viele Klicks zu machen, damit wir erfolgreich werden. Aber nein, jeder von uns hat diese ganz spezielle Bindung zu etwas, das unerklärlich ist. Natürlich übertreiben wir auch manchmal, messen uns miteinander, wollen versuchen, über uns hinauszuwachsen, sind verärgert, wenn mal etwas nicht klappt oder mal skeptisch, wenn etwas Neues zu sehen ist, was vorher noch nie da gewesen war. Aber das Schönste an allem, es geht immer weiter. Es geht immer vorwärts. Dieser Weg von jedem Einzelnen von uns hat niemals ein Ende. Manchmal kreuzen sich die Wege, manchmal muss man auch mal ein paar Schritte zurückgehen, um sich wieder zu fangen, um weiterzumachen. Aber es wird niemals aufhören, wir bewegen uns immer weiter. Auch haben wir oft zu kämpfen, haben Schmerzen, Freundschaften zerbrechen oder man beginnt zu viel Zeit zu investieren und vergisst ab und zu auch andere Dinge. Aber genau das macht aus jedem von uns einen Kämpfer. Ob wir nun Geld damit verdienen oder wie andere glauben, wir könnten uns jetzt nun auf den Kopf drehen. Nein, das alles ist so viel mehr für uns geworden. Es ist unser innerer Frieden mit uns selbst. Wenn du das alles siehst, dann sind wir nicht nur stolz, sondern lächeln vor purem Glück. Dieses Gefühl, etwas geschaffen zu haben, etwas verändert zu haben, oder einfach nur ein Teil etwas absolut Gigantischem zu sein, lässt uns das Leben einfacher durchleben. Besser sogar, aufregender. Und sobald wir in unsere perfekten Schuhe schlüpfen, wir ein- und ausatmen, die Musik anfängt zu spielen, ja dann ist das unser perfekter Moment. Und alles beginnt wieder von vorn.